Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die Hype Knights zocken. Und die haben das jetzt gesplittet, dass man entweder die Shadow Hype Knight oder die Ghost Hype Knight Plus zocken kann. Und dann kann man erst nächste Woche wieder die Ghost Hype Knight oder die Shadow Hype Knight Plus spielen. Damit man immer halt einfach nicht vier Turniere hat, die gleichzeitig laufen, finde ich einfach ganz gut, weil sonst viel zu viele Turniere gleichzeitig waren. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Itemshop an. Und heute haben wir das Schlüffelgen-Paket im Shop. Und das ist tatsächlich mal kein Echtgeld-Paket, sondern das kann man sich ganz normal für 2000 V-Bucks kaufen und auch verschenken natürlich. Und das sind hier drei Outfits, einmal der Schlürf Jonesy, Schlürf Patronella und Schlürf Leviathan, und die haben alle zwei Stile. Ich weiß gar nicht, wie man die freischaltet. Mit steigenden Schilden verwandelt sich der Kopf, das heißt wahrscheinlich, wenn ihr 200er oder 100 Schild habt, dann wird das diesen anderen Kopf annehmen, und wenn man eben mal kein Schild hat, wird das diesen Kopf haben. Finde ich auf jeden Fall eine ganz nice Funktion. Sonst haben wir zurzeit noch das Starter-Pack drin und demnächst wird wahrscheinlich auch irgendwann noch dieser Fish-Stick-Agent kommen. Dann haben wir auf jeden Fall im normalen Shop den Beef-Boss-Skin, dazu die Bredlings-Klatscher-Spitzhacke, dann die fliegende Untertasse dazu, als nächstes dann der bissige Taucher, der kleine Mampfer. Und der Laserbeißer Gleiter ist ein unnötiger Gleiter, habe ich gefühlt keinmal gespielt und ist viel zu teuer für 1500 V-Bucks, deshalb hätte ich ihn definitiv nicht gekauft. Dann haben wir den Guan Yu Skin, war glaube ich schon relativ lange nicht mehr im Shop. Der hat mittlerweile sogar noch einen zweiten Stil, ich weiß nicht genau wann er reingekommen ist. Auf jeden Fall war der so noch nicht im Shop drin. Und zwar ist das der Drachenstil, sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Kann man sich gönnen, würde ich sagen. Dazu gibt es dann die Guan Dao Spitzhacke. Hier natürlich auch noch ein weiteren Stil, wieder der Drachenstil und dann noch der himmlische Drache. Hier allerdings tatsächlich kein weiterer Stil. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Mit Feuer sieht der Gleiter sicherlich auch noch ganz nice aus. Dann haben wir die Vieh-Demon als nächstes im Shop, den Spear-Ranger, dann den Tambo-Major-Emote, ist auch ein Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir noch die Splitterschlag-Spitzhacke, den Wackel-Emote. Und als letztes noch, komm schon. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.